ich war gerade bei Bethesda und habe mir Prey 2 und Dishonored 2 angesehen. Für Prey habe ich ein separates Video gemacht, das könnt ihr euch gerne ansehen. Dishonored 2, da möchte ich jetzt gerade kurz drüber sprechen. Und zwar kam mir das Spiel sehr arcadig vor, also der erste Teil war fand ich nicht so arcadig gewesen. Das ist Geschmackssache, ob es zu einem liegt oder nicht. Ich muss sagen, das, was ich gesehen habe, hat mir gut gefallen. Die Grafik war auch sehr in Ordnung. Und man befand sich dann in so einem Haus und hat dort, musste so Robotern ausweichen und gleichzeitig die Wachen erledigen. Das war, wie gesagt, schon sehr cool. War halt nur leider, wie gesagt, in einem Gebäude drin, deshalb konnte da nicht viel sehen, wie weit sich das Spiel über die, also weiter ausbreitet, dass man verschiedene Wege einschlagen kann. Wir waren nur eine ganz kurze Szene draußen auf einem Hof gewesen. Deshalb, das kann ich so noch nicht beurteilen. Was halt toll war, war so ähnlich wie in Assassin's Creed, konnte man halt draußen an so einer Galande langklettern und sich halt durch so einen Teleporter an verschiedene Orte teleportieren, durch die Fähigkeiten, die man in Dishonored 2 hat. Man spielt dort wie im ersten Teil eine junge Frau, die etwas älter geworden ist und muss halt gucken, ob das sich auch weiter für die Zukunft das Spiel seinen Anforderungen entsprechen kann, weil der erste Teil war schon sehr, sehr, sehr gut gewesen. Das war soweit Dishonored 2 und